Ja, hallo, ich grüße euch. Ich will mal kurz ein paar Sachen vorstellen, die ich mir jetzt nochmal neu besorgt habe. Und zwar ein Klappmesser, Taschenmesser von Gerber. Kostet rund knapp 60 Euro. So sieht das aus. Das ist wie Gummi. Ja, das ist Gummi. Das klebt auch. Daher rutscht das auch nicht aus der Hand. Und auch wenn es nass ist, wenn es nass wird, geht das auch noch gut zu greifen. Ja, sieht ganz schön waffenmäßig aus, ist auch so. Hier rutscht ja auch nicht ab. Das ist sehr, ja, selbst wenn ihr das mal zum Stechen benutzen würdet, was ihr natürlich nicht macht. ja. Das geht, also ihr rutscht hier nicht ab. Wenn ihr so ein Messer hier als Stechwaffe benutzt, ist das sehr schlecht, weil ihr rutscht hier drüber mit den Fingern in die Klinge rein. Ja, auch wenn man das so macht, das wird auch nicht so. Ja, weil dann rutscht ihr mit dem Handrücken in die Klinge rein. Ja, weil das ist hier so schnell rüber gerutscht, hier, das ist so glatt hier und dieser Hubbel, ja, der hält nicht viel ab. Weil das Messer nimmt man ja auch zum Schneiden und nicht zum Stechen. Ja, das geht ja eher zum Stechen. Ja, ob es jetzt als Einhand- oder Zweihandmesser ist, das ist eine gute Frage, weil Zweihandmesser sind noch erlaubt, Einhandmesser nicht. Ich glaube, gebaut ist das Ding als Zweihandmesser, aber wer pfiffig ist, der kriegt das auch mit einer Hand auf. Ja, also. Ich kann es nicht so, ich kann nicht das hier abstütze, kriege ich es mit einer Hand auf. Ja? Wenn ich nicht abstütze, kriege ich es mit einer Hand nicht auf. Dann brauche ich beide. Ja, ich würde da sowas also nicht bei mir führen. Das ist eher für zu Hause. Weil das ist einfach eine Stichwaffe. Die sieht auch so aus und es ist auch so, ja. Also, wer mit so einem Messer irgendwie draußen erwischt wird, da kann man sich vorstellen, der führt dunkle Sachen im Schilde oder sowas, ja. Und wenn man mit einem Messer nicht geübt ist, würde ich auch nicht mich auf einen Messerkampf einlassen, weil den werdet ihr verlieren, weil der Gegner wahrscheinlich jahrzehntelange Messerkampferfahrung hat und auch schon viele Wochen und Monate im Krankenhaus zugebracht hat oder in anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, die mit JVA anfangen. Und der kennt sich wahrscheinlich besser aus als ihr und kann mit dem Messer besser umgehen. Und da lasst ihr eures besser zu Hause oder lasst es in der Hosentasche und packt das gar nicht erst aus. So, dann habe ich mir noch geholt ein Multitool von Leatherman. Auch die sind nach Waffenrecht eigentlich jetzt nicht mehr erlaubt, weil die im Grunde auch, ja, man kann das Messer mit einer Hand rausfummeln. Ja, das ist machbar. Ich kann es eigentlich nicht. Also, ja, er muss das auch wieder so abschützen am Körper. Das ist sehr un. Ja, aber es geht sicherlich, ja. Da habe ich ja das Messer bei dem Leatherman und auf der anderen Seite haben wir noch eine Säge, ja, und also Messer und Säge. Und wenn wir es umdrehen, dann haben wir hier ein Wellenschliffmesser, also wie so ein Brotmesser, und auf der anderen Seite eine Schere. Ja, das sind also die vier Tools, die das Ding hat, von außen zugänglich. Und dann kann man das aufklappen und dann hat man eine Zange. So, das ist jetzt quasi, die ist ziemlich spitz, also das geht als Spitz oder als Kombizange durch. Und hier habt ihr einen Seitenschneider. So, und dann haben wir hier außen auch noch Tools, die wir aufklappen können. Das ist zum einen ein Bithalter und zum anderen einen Kapselheber und ein Dosenöffner. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite nochmal drei Tools. Das ist ja, so ein, ich weiß nicht, wie sie das nennen, irgendwas mit Stechen.
Ja, und zwei Schraubenzieher, einen kleinen und einen großen. Ja, die Bits habe ich noch bestellt. Da gibt es einen Bithalter, da sind dann 10 Bits oder sowas bei, dass man die, ja, da gibt es auch noch ein Verlängerungsstück. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe das mal bestellt bei Leatherman, weil die das in dem Laden nicht hatten. Ja, was wir auch noch haben hier, das ist. Boah, das geht noch relativ schwer, weil das neu ist. Ja, was wir auch noch haben, das ist ein Lineal. Da müssen wir das so machen. Wir haben also hier noch ein Lineal dran. Ja, das geht bis 22 Zentimeter. und dann haben wir das gleiche nochmal in Inch, also Zoll. Ja, also hier unten, hier Zentimeter, hier und hier ist Zoll. Inch. Ja, ich habe dann mal ein Video gesehen bei YouTube, da sagte mal einer, ja, das ist im Grunde Quatsch, das braucht kein Mensch. Da kann man ja genauso gut ein Schweizer Messer nehmen. Es gibt schon einen großen Unterschied und den will ich auch mal zeigen. Ja, also so viel zum Thema Einhandbedienung, ja. Wir nehmen mal das Messer. So, wenn das hier eingerastet ist, dann ist das Messer fest. Das heißt, ich kann jetzt das Messer nicht mehr zuklappen. Das ist fest, das ist arretiert. Wenn ich das zuklappen will, dann muss ich hier drauf drücken, das ist so eine Feder. Und dann kann ich es zuklappen. Und das ist der Unterschied eben zwischen dem und einem Schweizer Messer. Bei einem Schweizer Messer kann man keine Arretierung machen, sondern da müsst ihr, ja, da habt ihr im Grunde auch die ähnlichen Werkzeuge, ja. Gut, die Klinge ist jetzt hier, glaube ich, ein bisschen länger bei dem, mal gucken, wo haben wir sie? Oh, also Einhand. Bedienung, naja. Ah, die ist ein kleines Stück länger, aber das ist nicht viel, ja, oder? Doch, ja, doch, ist doch ein bisschen länger. Geht. Ja, aber das ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass wir beim Schweizer Messer nicht arretieren können. Und da, oh, sehe ich dazu. Einhandbedienung, ja. So, da klappen wir die ganzen Kram wieder ein. Hier die Schere. So, und alles andere auch. So, das Messer hier ist über 40 Jahre alt. Das habe ich, als ich kleiner Junge war, von meinem Vater mal geschenkt bekommen. In der Schweiz haben wir das gekauft. Ja, man hat damals siebenjährigen, sechsjährigen Jungen ein Messer geschenkt, zu Geburtstag oder so. Ja, das war damals so. Das macht man, glaube ich, heute nicht mehr. Also ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen. aber ich habe keinen Blödsinn damit gemacht. Ich habe das eigentlich zwar oft dabei gehabt, aber benutzt selten. Ja, also ja, sind auch nur wenig Blutflecken dran. Aber es waren welche. Und zwar habe ich da mal irgendwas mit Holz geschnitzt und dann ist die Klinge zugeklappt. Genau hier in den Zeigefinger rein. Ne, schnippel die schnapp. Ja, man kann das auch heute noch sehen. Ja, da ist noch immer die Narbe. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich sehe das schon. Ja, das war bis auf den Knochen durch. Ja, von diesem Schweizer Messer. Deswegen haben wir da oben noch Blutspuren zu finden, ja. So, wir haben hier auch einen Zahnstocher da dran. Und, naja, eine Pinzette. So, das Ding kann man sich prima ins Auto legen, falls man Fingernagel abbricht oder mal. Weiß ich, irgendwo ein Tier hat dich gestochen und man muss mit der Pinzette den Stachel rausfummeln. Oder eine Flasche, eine Dose oder irgendwas soll geöffnet werden. Oder ja, wir brauchen mal eine Schere oder ein Messer. Dann ist das nicht schlecht, wenn man sowas dabei hat. Man sollte auch sowas hier immer im Auto liegen haben, Panzertape. Und was man auch immer dabei haben sollte, ist ein kleiner Steckschlüsselsatz und Kombizange und Seitenschneider und Wasserpumpenzange, ein Klappspaten, ja, und ein Abschleppseil, ja,
Batteriekabel, das sollte man auch dabei haben. Eine große Rolle Küchenpapier. Ja, und ein paar Kabelbinder. Das sind so Sachen, die sollte man eigentlich immer mitführen im Auto. Ja, dann ist man eigentlich auf die gröbsten Sachen vorbereitet, wenn man Panne ist, kleiner Unfall oder jemand anders hat ein Problem. Mit diesen Hilfsmitteln lässt sich eine Menge improvisieren, auch wenn man nicht MacGyver ist. Damit könnt ihr so gut wie alles irgendwie wieder flickschustern und notdürftig so flicken, reparieren, festbinden, wickeln, kleben, dass ihr dann wieder mit nach Hause fahren könnt. Mit dem Haufen Schrott. Ja? Das macht also schon irgendwo Sinn. Ein solches Tool hier im Auto, wie gesagt, wäre das wahrscheinlich nicht erlaubt, weil man sagt, das ist Einhandbedienung. Ja, obwohl kein Gangster kauft sich einen Leatherman, um damit jemanden abzustechen, glaube ich kaum. Er kauft sich was anderes, er kauft sich eher sowas, ja. Aber naja, so sind die Gesetze halt. Viel Sinn macht das nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ein Einhandmesser verboten ist und ein Zweihandmesser ist erlaubt. Ja, also ich habe jetzt mein Messer in der Hosentasche und da vorne kommen so ein paar komische Jungs. Ja, dann hole ich das Messer raus, dann mache ich zack und dann bin ich im Einsatz. Ja, wenn ich jetzt ein Einhandmesser habe, dann geht das auch nicht schneller. Nur ich krieg's aber in einer Hand hin, aber ich krieg's trotzdem auf. Ja. Weiß nicht, das Zweihandmesser ist erlaubt, das Einhandmesser nicht, weiß es nicht. Schneiden tun die beide, ja, und man kann auch mit beiden jemanden abstechen, also ich weiß nicht, was er soll, aber mit einem Leatherman, ja, da sagt man, das ist Einhandbedienung. Ja, ich habe es aber jetzt mit zwei Händen gemacht, weil es mit einer Hand irgendwie doch relativ schlecht geht, ja. Das kommt immer darauf an. Ich habe wenig, keine Fingernägel, also das ist mit einer Hand eigentlich nicht zu machen. Also nicht wirklich, finde ich. Ja, ich sag ja, man bekommt es irgendwie hin, ja, so. Und dann, so, ja, dann ist es mit einer Hand, aber es dauert viel länger. Da hat es mit zwei Händen viel schneller auf und viel sicherer, ohne mich da zu schneiden. Genau wie das Zumachen geht mit einer Hand eigentlich auch sehr schlecht. Mit zwei Händen geht es besser. Ja, würde ich also trotzdem nicht ins Auto legen, um da irgendwelchen Problemen vorzubeugen bei einer Kontrolle. Ja, um das am Gürtel fest, das gibt ja hier diese Gürtelschnalle, um das am Gürtel festzumachen. Es ist auch noch eine Feile dabei. Das ist so eine Feile, feine Feile und eine etwas gröbere. Und die hat auch diese Feile wohl auch noch eine Säge hier. Ja, die könnt ihr reinmachen anstelle, die könnt ihr wechseln. Ja, ihr könnt, ja, macht nur was jetzt, müssen wir mal suchen. Ja, da ist die Säge. Ihr könnt diese Säge hier rausmachen. Ja, und dafür diese einsetzen. Das geht. Ja, aber die macht eigentlich mehr Sinn als die Feile. Ja, das ist eher eine Holzsäge und das eher eine Metallsäge. Und das ist noch die Feile, aber ich finde, diese Holzsäge macht mehr Sinn. Ja, um das am Gürtel festzumachen, ist das meines Erachtens das Ding schon zu schwer. Ja, also da müsst ihr einen stabilen Gürtel haben und eine gute Hose, weil sonst rutscht die Hose runter, der steht ja mit der Unterhose da. Weil das Ding wiegt, weiß ich nicht, ich glaube 300 Gramm etwa. Da kommt nicht viel Freude auf, ich würde mir das nicht an den Gürtel hängen. Und es ist ja auch wahrscheinlich nicht erlaubt. Also es ist ein bisschen kritisch, man weiß es nicht genau. Ja. Also ich würde es nicht machen. Trotzdem ist das besser wie ein Schweizer Messer, weil eben halt diese ganzen Sachen arretieren und die nicht zurückschnappen. Wenn ihr also wirklich mal im Außeneinsatz seid, ja, dann macht das Ding schon Sinn. Oder ganz einfach, wenn ihr, sagen wir mal, auf dem eigenen Grundstück seid, ihr müsst irgendwas reparieren und ja, der Werkzeugkasten, das ist natürlich immer schwierig. Wenn ihr das Ding dann während der Zeit zumindest am Gürtel habt, dann habt ihr eigentlich schon ziemlich viele Sachen parat und könnt, wenn ihr den Bitzert habt, zumindest schon mal fast alle Schrauben aufmachen und ja, und habt eben Seitenschneider und Kombizange zur Hand. Ja, und eben auch Messer und Abisolierwerkzeuge. Das alles ist dann praktisch in einem
in einem Tool vereint. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, aber ist sicherlich kein Must-Have, eher so ein Männerspielzeug, ja. Und der Mann im Video sagte auch, wozu brauchst du das Schwanzverlängerung? Ja, in diesem Sinne. Ja, man sollte dann auch genug Butterbrote gegessen haben, um das Ding wieder zusammenklappen zu können. Das gelingt mir noch nicht hinreichend. Einhandbedienung, ja. Also wenn ich jetzt wirklich nur einen Arm hätte, würde mit dem Ding nichts machen können, ja. Aber ja, es sei denn, müsste meinen Arm etwas trainieren. Ja, das habe ich auch früher jahrelang gemacht. Ich habe Gewichtheben gemacht in der 0,2 Liter Klasse. Das hat er irgendwann aufgegeben. also da müsst ihr wieder die Arme trainieren oder ihr macht es eben dann doch mit zwei Händen. Also ich finde das Ding so eigentlich nicht schlecht von der Idee her, von der Konzeption her. Und es gibt die Dinger auch von Victorinox, da sollen die eigentlich qualitativ sogar besser sein. Aber mir gefällt das Victorinox nicht. Das ist so kantig, während das Ding eher so abgerundet ist. Und das sieht irgendwo aus wie, ja, wie, keine Ahnung, einfach geil. Während das Victorinox so, weiß ich nicht, das sieht mir zu wuchtig aus. Ja, das ist zu gerade und zu kantig. Und hier ist es wenigstens irgendwie so abgerundet alles. Ja, also mir gefällt das so als Handschmeichler so ganz gut. Ja, das hat auch keine scharfen Ecken oder so. Das ist eigentlich prima. Das geht schön. Ja, das fühlt sich gut an. Ja, das ist schon irgendwo. Ja, der mit der Schwanzverlängerung hat nicht ganz Unrecht. Ja, das hat schon was damit zu tun. Ja, aber ich finde das eigentlich auch nicht schlimm. Also ein paar Zentimeter mehr können niemals schaden, auch wenn er schon 30 Zentimeter hat. Ja, das sollte an dieser Stelle gewesen sein. Also natürlich, das Ding kostet, ich glaube, 150 Euro. Ist natürlich eine Menge Geld. Aber kauft man auch nur einmal im Leben. Braucht man wahrscheinlich selten. Aber es kommt bei Werkzeugen kommt immer so ein Glücksmoment. Ich habe wahnsinnig viele Werkzeuge, die ich so gut wie nie brauche. Aber es kommt immer irgendwann der Tag, ja, wo ihr irgendwas machen wollt. Und dann, ja, dann greift ihr in den Schrank und dann holt ihr ein Werkzeug raus, was da schon 10 Jahre liegt, noch nie gebraucht wurde, und dann wird es gebraucht. Und das ist so ein Glücksmoment, der so mit einem Orgasmus zu vergleichen ist, ja. Das ist ein ganzes tiefes Gefühl der tiefen Zufriedenheit, die sich dann über Geist und Körper legt, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt die eierlegende Wollmilchsau, und ihr habt da noch ein paar Leute dabei und die sagen, ja, sowas hat er natürlich nicht. Und dann macht ihr einen Schrank auf und sagt, guck mal hier. Das ist auch geil. Ja, und das ist es wert irgendwo. Und wenn es nur einmal im Leben passiert, ihr wisst ja, einmal im Leben über Wuppertal schweben, ja. Einmal reicht, ja. Das ist einfach so ein Magic Moment im Leben, den man dann erlebt. Und also ich kann mich jahrelang dran hochziehen, ja. Wenn ich dann sage, ja, ich habe das noch nie gebraucht, aber jetzt, heute ist der Tag, da wird es benötigt. Ja, und dann ist man froh, dass es da ist, ja. Weil sonst müsst ihr nochmal zum Obi fahren und das holen, oder? Ihr müsst schon wieder improvisieren und den MacGyver spielen, ja. Und irgendwas, ein anderes Werkzeug zweckentfremden, was nicht gut funktioniert. Und dann geht es wahrscheinlich noch kaputt und wie auch immer. Ja, und dann könnt ihr sagen, ich habe Spezialwerkzeug dafür da. Ja, braucht ihr wahrscheinlich nur ein, zwei Mal im Leben, aber es kommt der Moment. Also ich habe bei fast allen Werkzeugen diesen Moment schon erleben dürfen, bei fast allen. Es gibt nur wenige, wo ich das noch nicht hatte. Ja, und irgendwann kommt auch der Moment für Slatermann. Ja, wenn ich in dem brasilianischen Regenwald, im Urwald irgendwo festsitze, ja, und da kommt dann ein komisches Tier und will mich fressen oder so, ja, dann mache ich mit meiner Einhandbewegung das Messer raus und gib ihm eine, ne? So, und dann wisch das Blut ab und sag, was bin ich froh, dass ich den doch mal gekauft habe, ja? Ich wünsche euch, etwas sehr, sehr Schönes. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.